willkommen hier zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2 Back to the Roots. Und wie ihr hier auf dem Bildschirm schon seht, hier ist noch weihnachtliche Stimmung, obwohl Weihnachten eigentlich schon vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und wir werden jetzt einfach weiterfahren. Wir sind immer noch in Frankreich. Im letzten Livestream hatten wir ja mal ein paar Runden gemacht. Der eine oder andere von euch war ja vielleicht dabei. Und wir werden jetzt direkt sehen, dass wir weiterkommen und gehen dazu auf Auftragsangebot Frachtmarkt. Wir sind, glaube ich, in Paris, wenn ich mich recht entsinne. Nee, ist in Straßburg. Ja, dann waren wir in Paris. So, und dann würde ich sagen, Calais ist da. Wir wollen ja noch ein bisschen in Frankreich wieder uns umtun, hatten wir ja gesagt. Dann fahren wir hier nach Calais die Bohrsäure. Stellen das ein. So, wir sollten eigentlich geschlafen haben. Jawohl. So, machen wir Licht an. Und dann geht's los. Mal sehen, wie es passiert. So, und dann holen wir uns mal unseren Auflieger ab. Schneiden wir raus. Na, ich bin noch nicht ganz wach, ich habe eben geschlafen. Fahren wir wieder in Schwarzmüller, die gefallen mir eigentlich immer ganz gut. Und dann geht das los. Da hinten steht er. Schwarzmüller Auflieger, ja, die aus diesem DLC, was es mal eine kurze Zeit gegeben hatte. Ich weiß nicht, ob man das auch kaufen konnte. Gab es mal für den Zeitraum kostenlos, das hat irgendwie ein Blog. Irgendeine Messe war da, eine LKW-Messe, kann das sein. Da haben sie mal eine Zeit lang irgendwie alle paar Tage so ein paar kleine DLCs für kostenlos rausgehauen. Da musste man dann, weiß nicht, ein paar Sachen für machen, hier mit Steam verbinden und dies machen und jenes machen. Und dann konnte man sich diese kostenlose DLCs runterladen. Ah, wieso fährt er noch weiter? Ich habe doch gebremst. Und die Schwarzmüller Auflieger finde ich auch nicht ganz nice. So, eine 586 Kilometer Tour vor uns. Gucken, ob wir das alles unfallfrei hinbekommen. Ja, im Livestream hatten wir ja so eine kleine
unbedeutende sanfte Kollision mit einer Mautschranke. Das habe ich aber verdrängt. Genauso wie ich es verdrängt habe, was da am Anfang passiert ist. Wer sich den Livestream nochmal anschauen will auf meinem Hitbox-Kanal, unter Videos ist der auch zu finden. Und da sieht man ziemlich am Anfang vom Euro Truck Simulator 2 Part, weil wir haben da ja auch LS noch gespielt. Weihnachtstag ist das gewesen, da sieht man gleich am Anfang vom ETS-Part einen super intelligenten LKW-Fahrer, der irgendwie losfährt und so, ich will nicht sagen nach der Hälfte der Strecke, aber irgendwann mal überlegt, ja Gott, ist ja doch noch sehr weit ohne Auflieger, vielleicht haben wir vergessen, den Auflieger abzuholen. Ja, so war es dann auch. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Überstanden. Aktuell ist jetzt der 29.12., das heißt übermorgen ist das sogar schon Silvester. Ich habe ein bisschen einen rauen Hals. Entschuldigung. Liegt wahrscheinlich an den inneren Verletzungen. Ja, ich hatte es im Livestream ja schon mal angesprochen, hatte ja auch gesagt, hier im Netzwerk haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, über die neue Staffel Asphalt Cowboys. Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe lange gar nicht mehr in der Videothek geguckt, also eine von den neuen Folgen hatte ich schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehrere gab. Wer von euch hat die denn gesehen und wie fandet ihr zumindest die erste Folge? Das war die Folge, wo der Pete dann irgendwie einen neuen LKW bekommen hat und auch der Big Mike auch einen neuen LKW bekommen hat. Ich fand die Folgen schon wieder richtig toll los, als sie dann gleich sagten, Pete hat schon oft, hat schon häufig den Arbeitgeber gewechselt, oft aus gutem Grund. Das ist dann immer schon. Und dann drehe ich mir eine Zigarette, stopfe die in den Kühler von dem LKW und nenne den LKW Eisenschwein, weil er eine Waffe ist. Also ganz im Ernst, also die neue Staffel, ich werde mir die Folgen zwar angucken, aber ich hatte es im Stream schon mal gesagt, ich gucke sowas eigentlich mehr, um mich zu ärgern. Also es hat schon lange nichts mehr, meiner Meinung nach, ich kann immer nur von meiner Meinung nach reden, lange nichts mehr damit zu tun, wie das mal ja, geplant war oder wie es auch mal anfing. Es ist immer mehr auf Show gesetzt. Aber mich würde mal interessieren, ob ihr das schaut, was ihr dazu meint. Und wie ihr anschaut, werde ich mir die Folgen auf jeden Fall. Ich gucke mir die immer auf der D-Max Videotheke an. Das finde ich an D-Max eigentlich ganz gut gelöst, dass man sich da die Sachen im Internet anschauen kann. Das finde ich immer sehr gut. Und da gucke ich mir die Folgen nochmal an. Ich habe ja in der Vorschau schon gelesen, es sollen ja diesmal auch irgendwelche, ich glaube ein oder zwei, glaube ich, irgendwelche US-Trucker dabei sein, die da irgendwie durch die USA
fahren. Da kriegen wir dann hier einen Schlag zum American Truck Simulator hin. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber jetzt sehen wir erstmal selber zu, dass wir hier unsere Säure ans Ziel kriegen. Und ich habe vergessen, vor dem Anfahren wieder einen Screenshot zu machen. Den machen wir dann beim Abliefern nochmal schön mit dem Schwarzmüller auflegen. Aber beim Start wäre es eh zu dunkel gewesen. Ja, LKW immer noch der gleiche, unverändert. Gehörte auch zu großen Teilen noch der Bank. Also wir fahren hier täglich schön für die Raten natürlich. Weil natürlich zahlen wir die Raten. Bei uns heißt Raten nicht, die Bank muss zahlen, muss raten, wann wir zahlen, sondern wir zahlen. Ja, was wir bisher von Frankreich gesehen haben, ist ganz okay. Die Mautschranken gehen leider ein bisschen langsam auf. Aber zumindest gibt es wieder welche quasi für unser Mautgerät zum Durchfahren. Mehr oder weniger. Hier ist nicht meine Schranke, doch, ich war schon auf. Ja, weiterhin, wer jetzt vielleicht neu dazu gestoßen ist, dieses Projekt beim ETS, wie auch quasi das Bruderprojekt bei mir, ATS, Back to the Roots, sind beide komplett ohne Mods. Dafür immer auf dem aktuellsten Patch und mit so ziemlich allen DLCs. Also ich habe auch beim ETS 2 alle DLCs, was ich nicht habe, ist, ich habe nicht alle Lackierungen. Ja, also da gibt es ja mittlerweile schon so viele verschiedene Lackierungspacks, die kosten irgendwie, ich glaube, zwischen 99 Cent und 2,99 oder so. Ein paar habe ich, aber lange nicht alle. Das ist einfach übertrieben. Brauche ich nicht unbedingt. Ja, und da sind auch irgendwelche Lackierungen dabei, die... Nee. Aber die essentiellen DLCs quasi habe ich. Das sind ja die... In erster Linie die Haupt-DLCs. Es ging ja damals mit dem Going East los. Dann kam das Nord, also Skandinavien-Add-on. Und jetzt das Vive la France-Add-on. Sowie natürlich, was, also gab es noch ein Add-on für die Innenausstattung, sieht man ja auch an diesem Lenkknauf da, das Schwerlast-DLC ist drin und ebenso diese Spiel-DLCs habe ich halt alle. Ja, ähnlich ist es beim American Truck Simulator, da gibt es ja noch nicht ganz so viel, aber da werde ich das auch weiter beibehalten, nur auch da halt nicht alle Lackierungen. Und ich muss sagen, bisher gefällt mir das auch ganz gut ohne Mods. Das lässt sich gut spielen. Und man hat, wie gesagt, nicht mehr dieses ewige, wenn der neue Patch auch funktioniert, das noch wieder. Und dann, ich meine, jeder, der mit Mods gespielt hat, kennt das. Dann will man nach dem Patch wieder spielen und dann braucht man erstmal wieder Ewigkeiten, weil irgendwas nicht funktioniert. Dann muss man wieder rausgucken, welcher Mod macht das sein und was funktioniert. Und ja, da habe ich dann gesagt, nee, komm, wir gucken uns das mal ohne Mods an. Einfach so, wie das Spiel quasi geplant ist. Halt, Back to the Roots. Und bisher ist das ganz super. Klar ist das auch ganz schön, wenn man sich dann mal schöne Mod-LKWs anguckt. Wenn mir zum Beispiel mal anschaut, der Onkel Nubi. Den kennen die meisten von euch ja hoffentlich. Wenn nicht, einfach mal gucken bei YouTube. Der macht auch ETS und ATS-Videos. Und der hat da teilweise auch schön getunte LKWs und spielt eben auf Modmaps. Ich habe ja immer auf der DSM-Map gespielt. Im Moment ist das logischerweise Standard-Map. Und er spielt, glaube ich, immer so ein bisschen im Wechsel auf der TSM und auf der Pro-Mods. Also wer den Onkel Numi noch nicht kennt, da auch unbedingt mal reinschauen. Also die Videos sind echt gut, die machen echt Spaß. Die kann ich also wirklich wärmstens empfehlen. Und wir planen schon lange auch mal eine Multiplayer-Tour zusammen zu machen, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Aber irgendwann schaffen wir das noch. Da bin ich mir eigentlich sicher. Was will
will der jetzt auf der Überholspur hier? Achso, der will gar nicht auf die Überholspur, der will weiter gute Seite gestattet. Wir haben uns jetzt als ersten eigenen LKW, hattet ihr ja schon gesehen, die länger dabei sind, halt für den Mercedes entschieden, weil ich eigentlich den Mercedes-Benz gar nicht mal so schlecht finde. Wir hätten uns natürlich auch für den Scania entscheiden können, ich habe das ein bisschen überlegt, weil für den Scania ja doch einiges mehr noch an Anbauteilen da ist, durch dieses DLC, dieses Scania-DLC halt. Was ja dann doch, ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht kommt das auch nochmal für andere LKW, aber das ist mittlerweile schon so lange her, dass ich das glaube ich nicht mehr glaube, dass das nochmal kommt. Komisch eigentlich, warum auch immer. Und irgendwann, wenn wir dann mal ein bisschen gewachsen sind, kann das auch passen, dass wir uns gar nicht mehr sind. Ich finde auch DAF sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin euch immer noch eine Tour im MAN schuldig. Die hatte ich, bevor wir den eigenen LKW gekauft haben, hatte ich ja mal gesagt, wir fahren auch mal ein bisschen im MAN. Das kommt noch. Man kann ja auch trotzdem, wenn man einen eigenen LKW hat, kann man ja auch Touren im Auftrag machen. Schnellaufträge sozusagen werden wir noch tun. Und was wir natürlich auch irgendwann oder dann zwischendurch immer mal und auch dann auch verstärkt tun können, sind diese externen Aufträge von WOT, also World of Trucks. Da gibt es ja diese externen Aufträge. Die werden wir dann natürlich auch noch mal machen. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen hier noch uns in Frankreich umgucken. Und wir werden aber auf jeden Fall bald auch mit den externen Aufträgen hier anfangen. Und wir werden natürlich, wie versprochen, uns zwischendurch auch mal für ein paar Touren MAN hernehmen. Das ist ganz klar. Das hatte ich vorher, ist es ein bisschen in Vergessenheit, aber war ziemlich kurzfristig. Ich habe doch der eigene LKW. Weil dann kam eben auch das Viva France DLC und dann musste man ein bisschen mehr Punkte machen, um mehr Skills für die Fernfahrten freizuschalten, um überhaupt nach Frankreich zu kommen. Ihr habt das bei mir ja gesehen, ich habe ein paar Folgen gemacht, da hatte ich das Frankreich-DLC schon, aber ich kam einfach nicht hin, weil ich ja hier auf Null angefangen habe mit dem Profil und da auch nichts rancheaten wollte, weder Geld noch Punkte, sondern mir das alles auch erfahren wollte. Und da hat es ein bisschen gedauert, bis wir genug Fernskills hatten, um nach Frankreich zu kommen. Das ist ja dann gewesen. Und jetzt bleiben wir ein bisschen in Frankreich. Und danach erkunden wir natürlich auch weiterhin die Welt. Also ihr habt auch schon mitgekriegt, das Projekt kommt sicherlich nicht täglich, aber immer mal wieder und ich denke mal, das wird noch eine ganze Zeit so weitergehen, auch ohne Mods, weil ich bin damit relativ zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß. Ich weiß, für jeden ist das nicht unbedingt was, wenn man hier so lange einfach nur unterwegs ist. Aber das sind halt Simulationen. Wer ein bisschen auf Action steht, dem empfehle ich weiter unsere GTA-Videos. Ich werde auch bei Zeiten unbedingt mal die Story zu Ende spielen, also auch als Let's Play zu Ende gespielt, hätte ich schon mehrfach. Aber ich hätte das ja komplett nochmal als Video angefangen, aber irgendwie kam was dazwischen. Aber die mache ich auf jeden Fall noch fertig. Wir sind dann schon ziemlich weit in der Story. Und auch die Part. Entschuldigung. Normalerweise sollte ich das Mikrofon dann ausmachen, aber da kam ich irgendwie so schnell an den Knopf. Eventuelle Kosten für die Reparatur eines Headsets kann ich leider nicht übernehmen. Und ich merke gerade, ich habe den Controller mal wieder nicht rausgezogen. Habt ihr das gehört? Also wie gesagt, die GTA-Story spielen wir natürlich als Video auch noch zu Ende, ganz klar. Sehr cool, ich komme jetzt gerade nicht an den Controller-Stecker. Also immer schön, obwohl gar keine Controllersteuerung an ist, fängt er halt hier mal an zu tanzen, wenn man auf diese Rüttelstreifen kommt.
sehr übertrieben hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, Herr Busfahrer, das wollte ich natürlich nicht. Eben so dermaßen von der Karre ziehen. Oh, 70. Oh, rechts hier wunderschöne Sonnenblumenfelder. Zu viel Licht fällt mir gerade auf. Ja, mitten am Tag hier. Muss der unbedingt noch vorbei, ne? Muss der unbedingt noch vorbei? Ist ja auch ganz klar. Lass mir den blöden LKW-Fahrer doch mal nicht rein. Wozu auch? Alles klar, wollte ich natürlich sagen. Ja, ich hätte hier auch gern ein bisschen mehr Deko im LKW, aber mein Chef will das nicht. Also ihr kennt meinen Chef, Blue Eyes. Ich bin ja Babisch Magnitsky, ihr wisst ja. Mein Chef, der Blue Eyes, will nicht, dass man sich das Führer auch so vollhängt. Da ist er immer so ein bisschen eigen. Wenn er selbst unterwegs ist, dann hängt er sich da an Christbaum voll. Ich habe da Zeiten in Erinnerung, da ist er mit so einem Scan, der durch die Gegend gefahren. Da ist ein Wunder, dass er vorne überhaupt noch irgendwas sehen kann. Aber wenn ich mir hier mal ein kleines Wimpelchen hinhängen will, nein, dann ist Skandal. Ja, unfassbar ist das. Hashtag Deko für Pavel. Was ist auf der A7? Gleich in Flensburg, wa? So, 170 Kilometerchen noch. Das sollte easy zu schaffen sein. Kätzchen.
LKWs. Da kann man ja unter anderem auch hinliefern. Mal gucken, wann wir mal so eine Ausladestelle erwischen. Seit dem letzten Patch kann man ja beim Euro Truck Simulator 2 ebenso wie beim American Truck Simulator die Abladeposition wählen. Ich habe das wie immer auf zufällig stehen. Also man kann zwischen einfach und schwer und zufällig. Und ich habe das immer auf zufällig stehen, sodass man mal eben ankommt und eine leichte Abladestelle da ist, mal eine schwere. Das variiert dann eben. Das müsste, glaube ich, auch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mit dem letzten Patch gekommen sein. Beim American Truck Simulator war das ja von Anfang an. Und ganz so wirklich schlecht ist es nicht. Ist auch ein klein bisschen realistischer. Es ist ja manchmal so. Manchmal hat man das eben auch bei Abladestellen, dass es ein bisschen schwerer ist abzuladen. Nur machen wir uns nichts vor, wenn ich eine etwas schwere habe, dann geht das ja in die Hose. Volvo vom Hackmann, wa? Ja, ich habe drei Navigationssysteme, ja. Wer mich ein bisschen kennt, weiß auch, die brauche ich auch. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt macht er das schon wieder. Warum lenkt er mich über die Tankstelle? Ich muss jetzt noch nicht pennen, ich werde jetzt kurz vom Ziel nicht pennen, ich muss nicht tanken. Das hatten wir im Livestream auch schon mal, dass ein das Navigationssystem irgendwie über eine Tankstelle gelegt hat. Ich sehe da gar keinen gesteigerten Sinn, ehrlich gesagt. Ich werde ja jetzt hier 50 Kilometer vom Ziel nicht pennen gehen, wenn es noch nicht rot ist. Dann können wir alles machen, wenn wir angekommen sind. Ja, im Moment sind die Touren ja noch nicht so extrem lang, da werden wir das versuchen, immer mal ein Part, eine Tour. Irgendwann später werden wir dann natürlich auch mal längere Touren machen, dann wird sich das nochmal über mehrere Parts hinziehen. Aber im Moment ist dann vielleicht auch mal ein Part ein bisschen länger, ein Part ein bisschen kürzer. War jetzt ein Kraus für jeden YouTube-Algorithmus. Aber ich denke, im Moment ist es ganz okay zu sagen, eine Tour, ein Part. Ein Part, eine Tour. Das ist, glaube ich, ganz passend. Wollen wir wieder ein bisschen längeres. Dann kratzen wir wieder die halbe Stunde. Und irgendwann sind es vielleicht mal nur 20 Minuten. Wer weiß es schon.
finde es ganz toll, wenn wir im Multiplayer unten auf dem Navigationssystem auch die anderen Fahrzeuge angezeigt werden würden. Das finde ich klasse. Im Multiplayer ist das ja so seit, ja doch schon seit einiger Zeit jetzt mittlerweile, dass man unten auf dem Navigationssystem die Punkte von den anderen Spielern hat. Da kann man dann schon mal gucken, ob man irgendwo anhalten muss oder ab, so abbiegen kann, weil manchmal ist die Übersicht natürlich doch nicht so gegeben. Und das fände ich eigentlich ganz schick, wenn das im Singleplayer auch wäre. Klar, kann man wieder wegen Realismus überlegen oder so, nicht? Aber im Endeffekt ist es ja ein Spiel. Es geht ja auch so, wahrscheinlich wird es auch nie kommen. Aber der Gedanke drängt sich mir auf. So, hier müssen wir rechts hinaus. Ah, ist gar nicht rechts, ein Kreisverkehr. Ich liebe Kreisverkehre. Was ist... Was? Bin gerade geblitzt worden? Was ist schlimmer als ein Kreisverkehr, zwei Kreisverkehre? Alter, wo kam der denn jetzt wieder her? Haben die mich eben echt geblitzt, wa? Scheißdreck. Bin mir keiner schuldbewusst, Einspruch. Kann aber nicht viel gewesen sein. Also wirklich nicht. Da kann man auch mal die Karenz abziehen und mal ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen. Jeder weiß, was für ein vorschriftlicher Fahrer ich bin. Unglaublich. So. Wir haben es noch geschafft. Also fast. Und hier sind wir immer Endhändler. Also waren wir hier schon mal. Was jetzt hier? Rote Welle oder was? Mach mal nicht die Welle. Volle Kamelle. Wir haben BFC. So, wir machen auf jeden Fall jetzt nochmal eben schnell einmal alles ein bisschen weg. Weil für Screenshot. Spiegel nochmal weg. Oh, wunderschön, oder nicht? Ganz klasse. So. An. Den wieder an.
Drohne dabei, meine Einparkdrohne. Ich weiß, das ist auch immer nicht so real, aber was soll's, was soll ich mir da jetzt eine abrütteln? Wenn man es auch so machen kann. Ich weiß, im einen oder anderen wieder sauer aufstoßen. Ich benutze immer gerne als Ausrede so einigermaßen. Mit der Tastatur ist das so wesentlich einfacher. So, dann können wir absatteln. Es sollte eigentlich ein ausgezeichnet drin sein. Ist es auch. Gucken, ob wir ein Level abkriegen. Sollten wir. Naja, nee, nicht ganz fürchtig, oder? Ja, doch. Level 8. Hervorragend. Nächstes ADR. Dann müssen wir ADR fast ausgebaut haben, langsam. Die Fernfahrten hatten wir ja geskillt, um da eben auf Frankreich zu kommen. Wir machen jetzt ADR-Folgefährfahrten und dann gehen wir immer weiter. Und dann kriegen wir das hin. So anwenden. Und dann kommen wir ans Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mal sehen, wo es uns dahin führt. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Micha. Tschüss.